Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Besten aus dem Katalog. Und wir zeigen Ihnen heute die besten Produkte, die Sie auf jeden Fall zu Hause haben sollten, im Falle eines Blackouts. Und damit Sie natürlich auch optimal für den Fall der Fälle vorbereitet sind, haben wir heute eine Checkliste für Sie. Und die werden wir in unserer heutigen Sendung Step by Step mit Ihnen zusammen abarbeiten, damit Sie dann auch wirklich alles zu Hause haben. Ja, das muss man sagen, diese Step by Step Checkliste, die kommt nicht von uns. Vielleicht haben Sie so eine Broschüre schon mal bei Ihnen auf dem Rathaus oder so gesehen. Das ist eine Broschüre, die ist rausgekommen, und zwar hier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und da steht es einfach: Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notfallsituationen. Also Notfallsituationen haben wir, ich glaube, in den letzten Monaten und auch Jahren erlebt, gibt es immer wieder. Und fast immer an erster Stelle aller Checklisten, die ich gesehen habe, steht eine Taschenlampe. Jetzt sollte das aber im Notfall keine kleine Funzel sein, sondern eine richtig helle Taschenlampe und eine stabile. Und die haben wir hier. Helligkeit mit 460 Lumen. Sie sehen das, um das zu relativieren, bis zu 300 Meter Reichweite, also Leuchtweite habe ich hier. Dann haben wir ein komplettes Aluminiumgehäuse, was absolut wasserdicht ist, und wir können das Ganze noch fokussieren. Wir haben auch verschiedene Leuchtmodi. Wenn man es mal nicht ganz so hell braucht, dann macht man es ein bisschen schwächer. Man hat drei Stufen. Sehen Sie, das ist jetzt die leichteste Stufe, die ist schon sehr, sehr hell. Und dann kann man natürlich auch mit SOS oder auch mit Stroboskop auf sich aufmerksam machen. Aber man sollte gerade für Notfallsituationen wirklich eine richtige Taschenlampe haben. Natürlich, wenn man mit dem Hund rausgeht, ist es oftmals bequemer, wenn man so eine kleine hat, die ja 2 Meter weit leuchtet. Aber wenn es wirklich mal stockfinster ist überall, dann sollte man sowas haben. Und die liegt auch richtig stabil in der Hand, oder? Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut in der Hand, und vor allem, die ist auch wirklich sehr hell. Das ist natürlich das Wichtigste, dass, wenn mal zum Beispiel der Strom weg ist, dass man direkt mal eine Taschenlampe parat hat, die auch wirklich sehr hell leuchtet. Ja, das ist das Erste, nach was wir uns sehnen. Wenn Strom ausfällt, glaube ich, nach Licht. Das macht jeder erstmal. Ja, früher war es so, da hat man Kerzen. Die Mutti hat Kerzen aus dem Schrank geholt. Ja, aber heutzutage kann man das Gott sei Dank anders regeln, mit richtig hellem Licht wie diesen Taschenlampen. Und ich glaube, Taschenlampen gehören sowieso immer in jeder Alltagslage in einen Haushalt. Und wenn Sie dann sagen, wenn, dann soll es eine richtige sein. Hier stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig für mich ist immer, dass das nicht ein Plastikbomber ist, der einmal runterfällt und kaputt ist. Das ist voll Aluminium, also hier Vollmetall. Batteriebetrieben mit 3 AA-Batterien, und deshalb rät sich es auch, immer genügend Batterien im Haus zu haben. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, die Lampe ist unglaublich wichtig, weil es ist ja meistens so, dass es im Dunkeln passiert, dass der Stromausfall ist. Das ist auch nicht selten, dass ein Stromausfall ist. Wir machen diese Sendung, um Sie hier richtig vorzubereiten. Mit dieser fantastischen Taschenlampe, fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir hier, mit dieser Aluminiumkörper, also Lampe, die eben wirklich richtig, richtig hell ist. 300 Meter, unglaublich. Ja, also 480 Lumen, das ist eine Leuchtkraft. Also auch um das nochmal sehen, so 200 Lumen wäre der Normalfall. Ganz genau. Und Sie können die jetzt bestellen mit der NC 5882 und die 569 zu unserem TV-Sonderpreis von nur 18,99 €. Bekommen Sie die hier, und damit haben Sie dann wirklich die Taschenlampe, die man auch sonst so immer gebrauchen kann. Und dann können wir auch direkt mal ein Häkchen machen in unserer Checkliste. Die Taschenlampe haben wir jetzt mit drauf. Ja, nächster Punkt auf unserer Checkliste ist heute auch was ganz Wichtiges, was in jedem Haushalt nicht fehlen könnte. Ich habe es gerade gesagt, die Taschenlampen werden betrieben mit Doppel-A-Batterien. Und deshalb haben wir hier ein 20er Sparpack für Sie, der eben dieser wohl am häufigsten verwendeten Batterien in deutschen Haushalten. Doppel-A, wir haben auch gleich noch das 20er-Set der kleinen Brüder. Die nennen sich Triple-A, und beides im Sparset. Es ist nie verkehrt, genügend Batterien zu Hause zu haben. Deshalb mein Tipp ganz einfach: beide Sets bestellen. Ja, Sie bekommen die auch jeweils zum TV-Sonderpreis. Doppel-A-Batterien zwingend notwendig für unsere gerade gesehene Taschenlampe, aber auch die Triple-Batterien für verschiedene Geräte, nicht nur im Notfall vonnöten. Jetzt beginnt dann die Weihnachtszeit, da haben viele von Ihnen LED-Kerzen zum Beispiel. Die werden in den allermeisten Fällen mit Triple-A, also mit den kleinen Batterien, betrieben. Es gibt auch Weihnachtsbaumbeleuchtung mittlerweile, wo jedes einzelne mit einer kleinen Batterie betrieben wird. Also es lohnt sich, oder Sie sollten dafür sorgen, dass Sie immer, auch außerhalb von irgendwelchen Notfällen, genügend Batterien zu Hause haben.
Ja, die Batterien haben wir hier im 20er-Set, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis wieder. Jetzt sehen Sie die AAA-Bestellnummern drin. Diese Batterien kann man wirklich immer brauchen, also nicht nur für den Notfall, natürlich für den Notfall, aber auch sonst im Haushalt sollte man immer genügend Batterien da haben. Das sind super alkaline Batterien, das heißt, die halten auch noch sehr lange. Gucken Sie mal bei sich in die Schublade, vielleicht wissen Sie gar nicht, ob Ihre Batterien noch voll sind. Hier am besten beide Sets bestellen. Ganz genau, davon kann man auf jeden Fall nie genug haben. Und Sie können jetzt bestellen mit der PX 1565 und die 569 zu unserem TV-Sonderpreis von nur knapp 9 Euro. Lohnt es sich auf jeden Fall und wir setzen direkt unser nächstes Häkchen in unserer Checkliste und machen direkt weiter mit unserem nächsten Produkt. Und zwar haben wir hier ein Kurbelradio für Sie. Ja, und Kurbelradios, so nennt man die umgangssprachlich, sind wirklich der Riesenhit gewesen, auch schon im letzten Jahr, waren ruckzuck ausverkauft. Was ist da das Besondere? Also Radio erstmal ganz prinzipiell gesagt, viele Experten sagen, wenn es mal zu irgendeinem Krisenfall kommt, das letzte Medium, welches noch funktionieren wird, ist das Radio. Und oftmals sagt man dann auch nicht nur UKW, sondern Mittelwelle, weil die längere Reichweite haben. Da sehen Sie schon mal, das ist ein Radio mit UKW und Mittelwelle. Man kann das vorne einstellen und dann natürlich analoges Tuning. So, jetzt ganz normaler Betrieb. Man lädt den Akku auf und hat dann bis zu 12 Stunden Musikgenuss. Aber wenn wir auf die Oberseite des Radios schauen, wenn du es uns gerade mal zeigst, danke schön, haben wir hier ein Solarpanel. Das heißt, auch dadurch wird tagsüber wieder Energie zugeführt, ohne dass man eine Steckdose suchen muss. Und sollte jetzt mal wirklich alle Stricke reißen, man hat nirgends mehr Ersatzenergie, es ist auch dunkel, dann haben wir hier in letzter Instanz auch noch eine Kurbel. Und jetzt kommen wir zum Wort Kurbelradio, weil hier kann ich jetzt die Energie, die ich brauche, für das Radio oder auch die Lampe selber erkurbeln. Und man sagt hier, also nicht wie bei einem Fahrraddynamo, solange ich kurbel, habe ich Strom, sondern 1 zu 10, also eine Minute kurbeln, wären wieder bis zu 10 Minuten Radio. Zusätzlich haben wir hier vorne noch einen richtig großen Scheinwerfer. Wenn du uns den mal kurz zeigst und oben auf den Knopf drückst, einmal kurz draufdrücken, dann sehen wir hier einen richtigen Scheinwerfer. Und das könnte im Notfall auch wichtig sein, drück mal oben lange drauf. Nein, lange drauf bleiben. Oi. Darfst noch mal drauf drücken, dann ist es aus. Aber Sie sehen, ein ohrenbetörbender Lärm, ein Alarm, um auf sich aufmerksam zu machen im Notfall. Also wichtig ist, jetzt, wenn alles normal läuft, ist das ein schönes Radio, das man mit in den Garten, mit an See oder, naja, See ist jetzt ein bisschen kalt, aber Sie wissen, was ich meine, mit nach draußen nimmt und Musik hört. Aber im Notfall geht bei diesem Radio auf gar keinen Fall irgendwann der Strom aus. Wenn die Akkus leer wären und die Sonne nicht mehr scheint, hat man immer noch die Möglichkeit, sich die notwendige Energie selbst zu erkurbeln. Und wir haben dann sogar noch einen USB-Anschluss, mit dem ich im Notfall, also wirklich nochmal Handys, Smartphones mit Notfallenergie versorgen könnte, ebenfalls dann über die Handkurbel. Also auch das wirklich genial. Also ein Radio mit Kurbeln, mit Solarpanel und mit Lampe und noch eine Powerstation dazu. Alles in diesem tollen Gerät. Das brauchen Sie im Falle der Fälle. Aber auch sonst kann man das schön brauchen, glaube ich immer. Ja, finde ich natürlich auch sehr, sehr praktisch. Das Kurbeln geht super leicht. Und vor allem kann man im Notfall auch noch mal das Handy laden. Sehr praktisch. Sie können unser Kurbelradio jetzt bestellen mit der Bestellnummer ZX3237 und die 569. Und wir schauen gerade mal auf den Preis. Da liegen wir bei knapp 20 Euro. Das legen wir Ihnen natürlich wirklich ans Herz. Das lohnt sich wirklich. Und den Punkt haken wir auch wieder in unserer Checkliste für Sie ab. So, und jetzt kommen wir zu Stromversorgung. Erstmal im Kleinen, nämlich für Mobilfunkgeräte. Mobilfunkgeräte, klar, unsere Smartphones, das denken wir als erstes dran. Und ich weiß, dass allein bei unseren Damen im normalen Betrieb, wenn der Akku mal unter 20 Grad ist, gibt es Schweißperlen und Schnappatmung. Hilfe, wo ist die nächste Steckdose? Ja, und wenn dann keine da ist, dann könnte es schon zur mittleren Krise kommen. Nur allein, weil der Akku vom Handy der ist. Hier haben wir für mich die beste Powerbank, also Ersatzstrom für USB-Geräte, die wir im Programm haben. Erstmal mit einer Riesenkapazität 30.000 Milliampere-Stunden. Um das mal zu relativieren, ein heutzutage großes Handy hat so maximal 3.500 Milliampere-Stunden. Das heißt, ich könnte mit einer Ladung dieser Powerbank 10-mal ein solches Handy komplett von 0 auf 100 laden. Jetzt sehen wir hier vorne aber,
ein Solarpanel. Und dieses Solarpanel sorgt dafür, dass wir hier auch mindestens keine Selbstentleerung haben. Das heißt, hier wird absolut der Ladezustand mindestens gehalten, im Bestfall sogar wieder zurückgeführt. Und jetzt, was ich auch immer wichtig finde, ist, was nützt einem eine volle Powerbank mit einem leeren Handy, wenn man kein Kabel dazu hat? Und deshalb schauen wir uns mal die Rückseite an. Und dann sehen wir hier, ganz einfach sind alle Kabel integriert. USB-A, hier haben wir Micro-USB, Lightning und auch USB-C. Also für alle Handys, die es derzeit in Deutschland gibt, ist das Ladekabel dabei. Und ich glaube, unschwer zu erkennen, hier oben haben wir auch wieder für den Notfall eine Kurbel. Und jetzt hat mich mal jemand gefragt, 30.000 mAh, wie lange muss ich denn da kurbeln, bis das voll ist? Das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil man kurbelt nicht voll, sondern das ist die letzte Instanz im Notfall, wenn alle Stricke reißen. Und dann kurbelt man so lange, bis das angeschlossene Gerät genügend Strom hat. Und wir haben auch hier nochmal eine leistungsstarke Taschenlampe drin. Licht ist immer ganz wichtig, wenn alle Stricke reißen, weil wir Menschen fühlen uns passé im Dunkeln unwohl. Aus welchem Grund es dunkel ist, spielt dabei keine Rolle. Ich glaube, Sie wissen das selber, wenn Sie mal irgendwo in eine dunkle Gasse laufen, wo es fast kein Licht gibt, man fühlt sich nicht wohl. Und das ist in der Natur des Menschen und deshalb ist Licht immer ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann oben mal hier auf die Seite zweimal kurz drauf drückst, so schalten wir den Scheinwerfer ein, zweimal. Und jetzt haben wir einen richtigen Scheinwerfer. Hier sehen Sie, man kann sogar zuschauen, wie man hier erkurbelt. Aber wie gesagt, das Kurbeln ist die letzte Instanz. Was ich wichtig finde, ist, dass man schon mal von Haus aus eine unglaubliche Leistungsstärke hat. Übrigens auch mit bis zu 20 Watt. Das heißt auch leistungsstarke Powerbank, womit ich auch mal ein MacBook oder wirklich Energiefresser schnellstens laden kann. Dann haben wir natürlich das Solarpanel, das dafür sorgt, dass wir mindestens keine Selbstentleerung haben, dass wir uns also auf die Speicherkapazität verlassen können. Und in letzter Instanz haben wir da noch diese Kurbel, die wirklich garantiert, dass egal was passiert, ich noch Strom für meine USB-Geräte habe und an die Anschlusskabel muss ich auch nicht denken. Deshalb hier, auch sehr beliebt übrigens zurzeit im Camping, aber im Notfall, wenn mal irgendetwas passiert, wäre das wahrscheinlich auch für Sie die beste Wahl, wenn es um USB-Strom geht. Ja, finde ich auch. Unsere Super Powerbank bekommen Sie natürlich auch wieder zu unserem TV-Sonderpreis von nur 59,99 € mit der Bestellnummer ZX3237 und die 569. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt können wir direkt gleich nochmal ein Häkchen an unsere Checkliste setzen und machen direkt weiter mit unserem nächsten Produkt. Ja, und jetzt geht es um Strom im Großen. Wir sind abhängig vom Strom, Sie wie wir genauso. Man merkt das, wenn man mal so einen 2, 3, 4 Stunden langen Stromausfall erlebt hat, was einem alles wegfällt in der Lebensqualität und auch ganz einfach vom täglichen Bedarf. Und deshalb haben wir hier ein System für Sie, welches Strom autark hier produziert, und zwar ganz egal, was um Sie herum passiert. Das besteht aus diesem Stromspeicher, der riesengroß ist, also groß jetzt nicht von der räumlichen Größe, sondern von der Speicherkapazität, 2240 Wattstunden, der Ihnen ermöglicht, Geräte bis zu 2200 Watt im Dauerstrom hier zu betreiben. Und dann heißt, egal was um Sie herum passiert, Sie können Ihre wichtigsten Geräte trotzdem betreiben. Und natürlich geht irgendwann mal jeder Speicher, egal was gespeichert ist, leer. Das gilt auch für einen Stromspeicher. Und deshalb haben wir hier ein Photovoltaiksystem. Das ist nämlich gepaart mit diesem Solarpanel 240 Watt. Jetzt haben wir es, 240 Watt. Und die Anschlusskabel und natürlich auch die Adapterkabel, um es hier anzuschließen. Und weil das eine Photovoltaikanlage ist, müssen wir hier auch gleich noch eins klären, nämlich die Mehrwertsteuer. Da hat der Staat etwas ganz Besonderes gemacht für solche Photovoltaikanlagen, die privat zu Hause genutzt werden. Also Festinstallation zu Hause dürfen Sie mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Wenn Sie sowas mobil einsetzen würden, wir müssen das nur kurz erwähnen, dann wären wie bisher auch immer oder auch im Ausland oder gewerblich nutzen, wären es 19% Mehrwertsteuer. Aber ganz egal, in welcher Variante, Sie haben hier eine Selbstversorgung, eine eigene Strom-
Insel, die garantiert, egal was passiert, dieses System funktioniert. Weil morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter. Darauf lege ich mich fest, das wird auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben. Also darauf kann man sich verlassen. Auf was man sich sonst noch verlassen kann, weiß ich nicht. Vieles, worauf wir uns früher verlassen haben, ist nicht mehr verlässlich. Aber darauf, da lege ich mich fest, darauf verlasse ich mich, dass die Sonne aufgeht. Und deshalb kann ich sagen, dieses System, ob mobil eingesetzt oder fest installiert, funktioniert immer. Und mit diesem System, und das wissen Sie selber, muss man nicht warten, bis irgendeine Katastrophe passiert. Intelligent eingesetzt ist das eine große Möglichkeit, um Strom zu sparen zum Beispiel. Nicht Strom, sondern Geld zu sparen, weil der Strom, den Sie hier entnehmen, den müssen Sie nicht an Ihren Netzanbieter bezahlen. Und um vielleicht auch Gebäude, Gartenhaus, Garage mit Strom zu versorgen, die überhaupt keine Stromversorgung haben. Und selbst bei Festeinbau wäre das immer nur das Solarpanel, das fest installiert wird. Der Stromspeicher, Sie sehen ja, hier haben wir auch einen Griff, der ist immer mobil. Ich kann diesen Stromspeicher also dorthin nehmen, wo ich gerade Strom brauche. Ob das für die Heizung ist, ob das für Ihre wichtigsten Geräte in der Küche ist, ob das für medizinische Geräte ist, spielt keine Rolle. Aber mit diesem System, selbst wenn ein katastrophaler Stromausfall in Ihrem Kreis wäre, haben Sie immer noch Ihre eigene, immer funktionierende Stromversorgung. Und immer funktionierend, möchte ich da auch noch mal was zur Akkutechnologie sagen. Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus sind für mich hier für Akkus die beste Technologie, weil sie Langlebigkeit haben, eine große Kapazität und vor allem auch sehr, sehr viele Ladezyklen. 2000, sagt der Hersteller, ohne Kapazitätsverlust, das heißt 2000 Mal komplett von leer wieder auf voll laden. Und da kann man wirklich sagen, bei haushaltsüblicher Handhabung ist das ein System, was einen ein Leben lang begleitet und eben die kleine Stromversicherung für alle Fälle ist. Ja, es ist Strom, der immer da ist, egal was außenrum passiert. Das passt natürlich hervorragend in unsere Blackout-Sendung. Das ist das, was wir hier machen, Ihnen Produkte zeigen, die Ihnen im Falle eines Blackouts, eines Stromausfalls, einer Naturkatastrophe, Ihnen eben Sicherheit geben. Und hiermit können Sie weiter Ihre elektrischen Geräte betreiben. Überlegen Sie mal, es ist alles dunkel. Sie können weiterhin Essen kochen, Sie können weiterhin Licht haben. All diese Sachen hier mit unserem fantastischen Stromspeicher ist auch noch eine Sonderaktion. Gerade, wollte ich auch noch mal gerade dazu sagen, wo Sie im Prinzip für den Preis des Stromspeichers alleine bei Pearl.de und bei uns im Katalog kostet genauso viel der Stromspeicher alleine. Bei uns hier in dieser Sendung bekommen Sie das Solarpanel quasi umsonst mit dazu. Ein enormer Preisvorteil. Wir haben da noch ein Kontingent für. Das haben wir natürlich auch hier in die Sendung für Sie gepackt, weil es so super gut passt. Genau, und für die Notfallvorsorge einfach wichtig. Warum auch dieses System so beliebt ist, liegt wahrscheinlich auch am Display. Und wenn wir uns das mal gemeinsam anschauen, werden Sie sehen, wir haben hier haargenau, was passiert. Also selbst als Stromleihe sieht man das. Und zwar sehen wir hier den Stromverbrauch. Und Sie sehen hier, haben wir einen Stromverbrauch. Warum? Ich habe unser nächstes Produkt, und das ist auch ganz wichtig, schon angeschlossen. Und hier siehst du wirklich auf die Watt genau, was gerade verbraucht wird. Ja, hier wäre dasselbe mit Gleichstrom. Also Gleichstrom ist USB oder auch 12 Volt. Da haben wir gerade nichts angeschlossen. Und hier sehen wir immer den Füllstand und vor allem, wie lange der Strom bei gleichbleibender Belastung noch hält. Also dieses Management System macht Strom eigentlich sichtbar, selbst wenn man nicht weiß, wie lange hält mir das noch. Aber hier sieht man es auch mit Zeitangabe. Und dann könnte ich im Notfall auch mal reagieren und eben ein bisschen weniger anschließen, damit der Strom noch länger hält, zumindest bis zum nächsten Sonnenaufgang. Es ist ein steckerfertiges System. Einfacher geht es nicht zu installieren. Das ist unser Strom, den Sie jetzt auch noch haben hier bei uns in der Checkliste. Hier auf der Seite ist es genau da unten. Unser Powerpack mit Solarpanel zusammen. Wir haben zwei Bestellnummern. Einmal die mit 19% Mehrwertsteuer ist die ZX3216 und die 569. Die 0% Mehrwertsteuer für Sie zu Hause ist die MW1003 und die 569. Denken Sie dran, Sie kriegen hier das Solarpanel quasi umsonst. Jetzt haben wir für Strom, für Licht, für all diese Sachen schon gesorgt, aber es geht natürlich weiter. Wir wollen natürlich auch nicht frieren, Ralf. Ne? Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn Sie mal, man sieht ja immer wieder über die letzten Jahre,
irgendwelche Katastrophen in der ganzen Welt. Und dann denke ich mir immer, Mensch, und das auch noch im Winter. Ja, also dann ist es oftmals ganz, ganz schlimm. Und selbst bei uns ein, ich sag mal, längerer Stromausfall jetzt wäre schon fatal, weil wir hatten heute Morgen bei uns hier in Dassel 2,5 Grad. Ich weiß. Es wird bald so sein, dass wir Minustemperaturen haben. Und jetzt sehen Sie, ich habe ja hier ein Gerät angeschlossen. Und wie wichtig eigentlich auch das Zusammenspiel der Checkliste ist. Mhm. Weil mit diesem Strom können Sie im Notfall jetzt auch zum Beispiel so eine Infrarot-Heizsäule betreiben. Wir haben hier jetzt, ich habe es auf die Hälfte angemacht, wir haben zwei Stufen. Infrarot ist ganz wichtig, weil das ist auch im Vergleich zu anderen Heizstrahlern wesentlich weniger energiebedürftig. Mhm. Das heißt, hier haben wir maximal 1200 Watt. Bei Heizstrahlern in dieser Größe sind wir bei 2.000 bis 2.500 Watt. Und ich gehe auch mal gerne auf die zweite Stufe, dann sehen Sie auch mal, wie wirkungsvoll das ist. Wir machen es auch noch mit Oszillation. Und jetzt können Sie mit dieser angenehmen Infrarot-Tiefenwärme sich selber wärmen. Und zwar sofort. Also Tracy, wenn du mal möchtest, gehst du einfach mal hin. Hier sehen wir jetzt übrigens, 1200 Watt ist angegeben. 1100 braucht er jetzt im Moment. Ja? Und Tracy, wenn du nur mal deine Hände davor hältst, so kurz. Mhm. Und dann merkst du, dass die Wärme sofort kommt. Sofort. Ich merke das auch an meinem Bein. Das ist so schön warm jetzt. Es wird wirklich sofort. Und sowas, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, könnte der Lebensretter werden. Obwohl, bei minus 10, minus 15 Grad, dann kann man wirklich sagen, das ist der Lebensretter. Und jetzt eben das Zusammenspiel unserer Checkliste. Das ist immer was ganz Wichtiges. Und hier ist garantiert, dass Sie eben nicht frieren müssen. Ich habe den übrigens bei mir im Wohnzimmer stehen, weil ich habe, wir sind ja alle so ein bisschen geizig mit der Heizung. Die wurde erst bei mir am letzten Wochenende angemacht. Ja? Mhm. Und wenn dann doch mal abends zu kalt war, habe ich den angemacht. Es ist sofort warm. Ja, und 600 Watt reichen in den meisten Fällen schon aus. Und es ist diese angenehme Infrarot-Tiefenwärme. Das möchte ich nochmal betonen. Das wird nicht die Oberfläche, sondern es geht in die inneren Hautschichten und wird von innen heraus gewärmt. Es ist einfach angenehm und vor allem ohne Vorbereitungszeit. Du machst sie an und sie sind sofort warm. Und deshalb auch auf der Checkliste Heizungen, verschiedene Art. Hier sehen wir auch mal eine kleine Grafik, wie Infrarotwärme wirkt. Hilft übrigens auch, bei, um die Durchblutung zu stimulieren und auch bei Verspannungen, ja, um den Stoffwechsel anzuregen. Das sind noch positive Nebeneffekte. Ja, also, wenn mal Stromausfall sein sollte, dann wollen Sie natürlich auch in der Wärme sitzen. Sie wollen nicht frieren. Da gibt es nichts Besseres als diese Infrarot-Tiefenwärme, die also wirklich nicht von außen nach innen, das kennt man ja von Heizlüftern, von normalen Heizungen, sondern sofort komplett durchheizt. Ich kenne das also, wenn man vom Fahrradfahren kommt, nach drinnen hat man eiskalte Hände und dann dauert es eine Stunde, bis man seine Finger wieder einigermaßen bewegt. Viele legen die Hände dann auf die Heizung und dann verbrennt die Oberfläche und innen hat man immer noch dieses Kältegefühl. Ja. Mit Füßen ist es noch schlimmer. Ja. Aber das ist eine wirklich angenehme Infrarotwärme und ist auch toll geeignet als Zusatzheizung. Also jetzt nicht Notfallpakete kaufen und diese Heizsäule in den Keller stellen. Zum Beispiel gerade im Bad, wenn man aus der Dusche kommt, ist das so angenehm. Ja. Also wirklich eine tolle Sache, diese Infrarot-Heizsäule. Also auch bei uns auf der Checkliste natürlich eine Zusatzheizung. Sie bekommen übrigens alles zum TV-Sonderpreis. Hier 18 Euro preiswerter als bei Pearl.de oder im Katalog. Unsere Infrarot-Heizsäule hat die Bestellnummer NX5431 und die 569. Wenn wir mal hier die Checkliste runtergehen, da ist die Heizung, der Heizstrahler. Ganz, ganz wichtig, unsere Checkliste für Sie, damit Sie im Fall der Fälle auch gut durch einen Stromausfall oder eine Notsituation kommen. Was wir natürlich auch brauchen, ist Wasser. Wasser ist lebensnotwendig. Ja, und vor dem Wasser holen wir erstmal eine Herdplatte, weil essen müssen wir auf jeden Fall. Und jetzt spielt wieder alles zusammen. Stromversorgung haben wir hier, Sie erinnern sich, bis 2200 Watt. Und hier haben wir jetzt eben eine kleine Kochplatte, die ganz wichtig sein kann. 1000 Watt maximal bei höchster Einstellung, also man kann es auch nur zum Warmhalten nehmen, aber bei höchster Einstellung. Und jetzt kannst du hier im Notfall eben auch mal kochen. Mhm. Viele haben sich ja Nudeln zum Beispiel auf Lager gelegt, die sagen, Mensch, oder viele haben sich auch angewöhnt sowieso, Vorräte, also Lebensmittel, viel größer zu kalkulieren, dass man wirklich auch mal längere Strecken überbrücken könnte. Aber was nutzen zum Beispiel die Nudeln, wenn ich sie nicht kochen kann? Also ungekochte Nudeln möchte ich nicht essen, beim besten Willen nicht. Ich glaube auch sonst keiner. Und deshalb ist so eine Herdplatte ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich auch wieder sagen, wir müssen ja immer so auch zum normalen Leben Nutzen schaffen. Ich weiß, Weihnachten steht vor der Tür. Und letztes Weihnachten weiß ich von ganz, ganz vielen, die die Familie zu Besuch gehabt haben und plötzlich festgestellt haben, ihr Herd hat zu wenig Herdplatten. Mhm.
weil du viele Sachen gleichzeitig machen musst, dann ist das hier eine tolle Zusatzherdplatte, die du einfach aufstellst in die Küche, Stecker in die Steckdose und jetzt hast du einerseits entweder nur eine Warmhalteplatte oder eine vollwertige Kochplatte. Übrigens 15,5 cm Durchmesser hier, also die mittleren Standardtöpfe passen hier drauf, jeder Art, hier geht jeder Topf drauf und jetzt kannst du eben das als Zusatz verwenden, aber wenn es wirklich mal zu irgendeinem Notfall käme, zu einer, wir haben sie ja hier, Katastrophenalarm käme, dann weißt du, hiermit kannst du eben autark kochen. Viele setzen hier auf Gaskocher oder ähnliches, es gibt auch diese Bunsenbrenner. Erstens mal ist das gefährlich, wegen des Kohlenmonoxids, wenn man es in geschlossenen Räumen macht, da gibt es auch ganz üble Geschichten. Und zweitens musst du ja immer für Gasnachschub sorgen. Hier, sag wieder, dieses Zusammenspiel unserer Produkte. Hier haben wir die autarke Stromversorgung und hier haben wir ein elektrisches Gerät, was da problemlos laufen würde. Mhm. Und deshalb ist das auch wieder eine perfekte Kombination. Ja, ich habe das mal in der Kochsendung vorgestellt. Ist auch sehr, sehr einfach zu reinigen und kann man auch vielleicht mal auf den Tisch stellen, so wenn man Fondue macht oder so. Also hat auch hier natürlich wie alle unsere Produkte auch einen Nutzen neben diesen Notfallsituationen. Eine ganz tolle Kochplatte hier mit 1000 Watt ist sie sehr, sehr gering, aber sehr leistungsstark. Passt natürlich hier hervorragend zu unserem Powerpack, was wir Ihnen vorher angeboten haben. Wir gehen wieder zu der Checkliste zurück und haben jetzt hier tatsächlich auch noch da unten eine Kochplatte für Sie, damit, wenn alles dunkel ist und alle Leute nichts Warmes zu essen haben, können Sie für Essen, für warmes Essen für Ihre Familie sorgen. Mit der Bestellnummer NX9729 und der 569. Es ist einfach vernünftig hier, sich diese Checkliste mal anzugucken und zu denken, Mensch, im Falle der Fälle sollte ich mir all diese Sachen auch zulegen. Jetzt kommen wir zu dem Wasser, was ich vorhin angesprochen habe, Ralf. Ja, richtig. Wasser ist elementar. Ja. Grundlage eines Lebens, jedes Lebens, habe ich mal irgendwo gelesen, sei Wasser und natürlich bei uns noch Sauerstoff. Aber was würde passieren bei einem wirklich kapitalen Stromausfall? In zweiter Instanz würden irgendwann mal die Wasserwerke nicht mehr funktionieren. In der Stadt würde das wesentlich schneller gehen als auf dem Land, aber irgendwann wird es überall passieren. Und was ist, wenn wir kein Wasser mehr haben? Und man darf jetzt in erster Instanz nicht nur ans Trinkwasser denken. Das ist ja wichtig. Ein erwachsener Mensch braucht so 2 bis 3 Liter Wasser am Tag. Das sagt man. Das könnte man sich bevorraten, indem man einfach wirklich viele Sprudelkisten in den Keller macht. Aber auch mit solchen Kanistern. Und wir haben hier 3 faltbare Kanister unbenutzt. Brauchen die nicht viel Platz in dieser Größe. Gefüllt haben sie 20 Liter Volumen. Das heißt, wir haben hier jetzt 60 Liter Kanister. Und jetzt sprechen wir hier auch, aber nicht nur von Trinkwasser, sondern Nutzwasser, Brauchwasser ist auch ganz wichtig. Kommen wir nochmal zurück zur Kochplatte mit den Nudeln. Wie will ich, selbst wenn ich eine Herdplatte und einen Topf und Nudeln habe, wie will ich Nudeln kochen ohne Wasser? Meines Erachtens geht das nicht. Also, auch zum Kochen werden Sie Wasser brauchen. Jetzt auch mal eins, das müssen Sie sich nicht lang vorstellen, aber mal ganz kurz. Sag mal als Beispiel, 4-Personen-Haushalt und die Toilettenspülung wird eine Woche lang nicht betätigt, weil kein Wasser da ist, möchten wir nicht drüber nachdenken, kann man dieses Nutzwasser dann auch nehmen. Wenn jetzt mal ein längerfristiger Stromausfall wäre, erst dann gehen Sie ganz einfach an Ihre Wasserhähne, die werden dann noch funktionieren, ja, und füllen Wasser ab. Und dann haben Sie hier pro Set 60 Liter Trinkwasser, aber vor allem auch Brauchwasser auf Lager. Und dann ist man einfach mal auf der sicheren Seite, weil Wasser ist das Schlimmste, was fehlen kann. Wir können auch mal ohne Essen auskommen eine Woche, aber ohne Wasser werden wir nicht auskommen. Und deshalb macht es Sinn, sich sowas zu holen. Camper haben solche Kanister sowieso schon lange für sich entdeckt. Oftmals ist vom Campingplatz, also dort, wo man steht, bis zur nächsten Wasserversorgung eben eine ganz schöne Strecke und die immer zu laufen. Nur wenn man Kaffee machen will oder Ähnliches macht man nicht, dann greift man im Camping sowieso auf solche Kanister zurück. Aber im Notfall wäre das elementar. Hier nochmal, man sagt hier, Trinkwasser wird für einen erwachsenen Menschen pro Woche so 15 bis 20 Liter verbraucht. Ja, aber Nutzwasser, das unterschlägt man oftmals. Und wenn es nur zum Zähneputzen ist, wir wollen uns ja auch ein bisschen wohlfühlen. Ja, aus Duschen würde man in dem Fall vielleicht auch mal ein paar Tage verzichten. Aber zum Kochen brauchen wir Wasser. Die Toiletten
Fernspülung habe ich vorhin erwähnt und. Und deshalb macht es Sinn, sich so ein Dreierset einfach mal auf Halde zu legen und wenn ein Notfall ist, die aufzufüllen. Und dann weiß man, man hat pro Set im Prinzip 60 Liter Wasser zur Ganz Verfügung. Genau. Und ich finde, die kann man natürlich auch super leicht verstauen. Die nehmen wirklich nicht viel Platz weg, Sie sehen es. Aber man hat es trotzdem einfach mal da. Finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Sehr praktisch und natürlich mit Griff, dass Sie das Wasser auch ganz einfach von A nach B transportieren können. Hier gehen wir jetzt wieder zur Checkliste und sehen unser letztes Produkt, was wir Ihnen nahelegen wollen. Das ist unser Dreier-Set, faltbare Wasserkanister, 20 Liter Inhalt, jeder einzelne von denen mit der Bestellnummer NX8695 und der 569. Ja, wir sind mal durch unser Sortiment gegangen, haben mal geguckt, Mensch, haben uns hier so eine Checkliste zusammengestellt, womit Sie sicher durch diese Krisensituation kommen könnten. Alle Produkte können Sie natürlich auch so gerne benutzen, haben alle Ihren tollen Wert und wir wünschen Ihnen jetzt viel Freude damit.